Heute geht es ums Ganze. Schaffen Sie es, nach dem Aufstieg auch noch den Titelgewinn zu holen? Und da reicht ja schon ein einziger Punkt, dann wird der Traum wahr. Ergo, gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ivanovic. David Luiz. Lavezzi. Jetzt greift er ihn an. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Ecke für Argentinien. Gago! Klasse, wie er diesen Kopfball abgewehrt hat. Und nochmal sehen die Zuschauer eine Ecke. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Und Argentinien mit der Eckballmöglichkeit. Mascherano! Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. David Luiz. Ivanovic. Lavezzi. Und da fängt er schon an, sich zu freuen. Aber der Ball, er geht knapp übers Tor. Erster Vorteil gelten für Chelsea. Ivanovic. Fernando Torres. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Hazard, auch unter Druck, absolut ballsicher. Wenn man da in die Augen... Fernando Torres! Klasse! Jetzt schießt er! Und... Seine große Liebe, das ist der Ball. Hazard. Geht es aus, es wird Abstoß geben. Oscar. Und Achtung, jetzt! Oh, da hat der Torwart Glück gehabt. Da war der Pfosten im Spiel und von da springt der Ball ins Aus. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Jetzt holt sich der Angreifer den Ball zurück. Geht er rein? Besser und härter kannst du nicht schießen, aber besser kannst du auch nicht halten. Ja, das gibt Ecke für Argentinien. Achtung, Kopfball. Super, wie er diesen Ball noch rausholt. Erneut eine Ecke. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Die Ecke geht voll daneben.
Ja, das könnte was werden. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. David Luiz, jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Thiago. Schönes Tackling, sauberer Zweikampf. Fernando Torres. Aspilicueta. Herrliche Flanke. David Luiz. Oscar. Und der Ball ist drin. Und mit dieser Führung, da können sie natürlich bestens leben. Dabei würde schon ein Remis reichen, um sich den Titel zu holen. Klasse Tor. Jetzt schaut dir das mal an, diesen Abschluss, Manni. Das ist Weltklasse. Das ist dann wieder das, was man Abstauben nennt. Genau richtig gestanden. Dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Die Fans des FC Chelsea sind zufrieden. Ihre Mannschaft liegt hier vorne. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung. Schöne Annahme, gut behauptet. Und der Ball erzappelt im Netz. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh zum Jubeln, aber dieser Vorsprung, der ist wirklich komfortabel. Ja, also da müsste jetzt wirklich noch die totale Katastrophe eintreten, wenn das schief gehen soll. Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Ja, sowas wollen wir hier sehen. Das ist Fußball. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Lavezzi. Und jetzt stören Sie ihn, aber Lionel Messi will den Ball behalten. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ivanovic. Gutes Tackling auf der Außenposition. Oscar. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und jetzt Tor für Argentina. Oscar. Halbzeit, wenn es dabei bleibt, werden sie den Meistertitel feiern können. Aber es ist ja noch eine Halbzeit zu spielen. Es kann also noch... So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Lavezzi. Guter Ball hier. Mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Oh, aber er kann den Ball nicht festhalten. John Terry. Aspilicueta. Hazard. Ivanovic. Wiedergeholt. Gut gemacht. Das war die einzige Chance, die er hatte. Oscar. David Luiz. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Sehr gute Flanke.
Aguero. Langer Ball auf Messi. Messi! Unglaubliches Tor! Trotz des gegnerischen Ausgleichs bleiben sie zuversichtlich, hier heute den Titel holen zu können. Aber sie dürfen jetzt auf keinen Fall ein weiteres Gegentor zulassen. Was für ein super Tor. Das ist ja das Tor des Monats, was wir da gesehen haben. Manni, ich unterschreibe das, habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. So einen Kopfball. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt schießt er und... Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Und schon wieder gibt es einen Eckball. Und so viele Eckbälle hat es heute schon gegeben. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Und da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Bah! Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Lavezzi, guter Ball. Hier mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Lavezzi. Er könnte passen. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Ja, gut. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Hazard. Fernando Torres. Bitte rein! Ein knapper Vorsprung. Sie führen mit einem Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Das FC Chelsea sitzt zufrieden. Ihre Mannschaft liegt hier vorne. Da muss ich wirklich, der Schiedsrichter gibt Freistoß für Argentinien. Das war das Führungstor für den FC Chelsea. Du kannst es förmlich spüren. Sie wollen den Ausgleichstreffer, aber sie schießen ständig daneben. Oscar. David Luiz. Aspilicueta. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Fernando Torres. Das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. John Terry. Er macht seinen
Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Oscar. Hazard. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Ivanovic. David Luiz. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Jetzt ist fast der letzte Zweifel weg. Ein Tor vor, den Titel kann ihm normalerweise niemand mehr nehmen. Zabaleta. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Da hatte der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Klasse gehalten und festgehalten. David Luiz. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Das Ende dieses Spiels ist gleichzeitig auch das Ende der Saison. Und damit kennen wir den neuen Meister in der Liga.